Dame E8, das sehen wir doch gerne. So. Springer B6 könnte man überlegen. Turmschwenk. Und jetzt haben wir gerade erstmal wieder über 2-7, ne? Das ist echt eine zähe Angelegenheit. Jede Partie bekommen wir französisch. Ah, ja. Ich habe bisher 20 Punkte gemacht heute. Ist immer so, ich gewinne 3 Partien, dann verliere ich eine. Von daher, wir probieren jetzt die Streak am Leben zu halten. Dass ich nicht mehr verliere. Arbeitest du noch als Sekundant für Hikaru? Dazu kann ich nichts sagen aktuell. Hast du die Blitzpartien von Kawana gesehen? Da würde mich echt mal deine Analyse interessieren. Läuferopfer wurden nicht geschlagen. Nike, du musst schon ein bisschen spezifischer sagen, wovon du redest. Also, weil sonst weiß ich nicht, was du meinst. Welche Partie von Kawana? Welche Blitzpartie? Ja, Raphael, Taktikvariantenberechnung, das Übliche. Das Übliche. Ich spiel's mal ruhig hier mit kurze Rochade. Ja. Nothing crazy. Nothing crazy. Will er jetzt wirklich den Bauern mir hier ab? Will er wirklich den Bauern hier snacken oder was ist sein Plan? Schauen wir mal. Gut, jetzt mache ich Dame D4. Weiß ich nicht, was mache ich jetzt? Ja, Raphael, aber ist nicht so schlimm. Vor allem deine Fragen lenken ab, das stimmt, ja. Da muss ich dir recht geben. Ja, probieren wir mal F5. Probieren wir mal hier vorzugehen. Ich spiele ja hier nicht, um besser zu werden, Raphael. Das ist reine Unterhaltung. Reiner Spaß. Das hängt davon ab, gegen wen ich spiele. Das hängt von der Gegnerschaft ab. Deshalb kann man es nicht so pauschal sagen. Ja, dann Springer A4, Raphael. Deshalb habe ich das nicht gemacht. So, König H1. Okay. Ich wollte nicht, dass er die Damen tauscht. Hätte ich F6 direkt gespielt, auch Springer A4, könnte die Damen tauschen. Ich will matt setzen, angreifen. Insofern habe ich so gespielt und jetzt, ich könnte den Bauern hier schlagen. Springer E7 Idee, ich könnte Läufer C4 machen. Was macht dann Läufer C4? Ich glaube Läufer C4 ist gut, es droht Springer F6. Sieht sehr unangenehm aus. Fischerschach gegen uns Zuschauer. Lemon Hummus. Ja. Es ist reine Unterhaltung, ja. Das stimmt. Aber mir macht es am meisten Spaß, wenn ich gefordert werde. Und ich glaube auch für die Zuschauer ist es am interessantesten, wenn die Partien umkämpft sind. Und deshalb sind diese Roads in der Regel recht beliebt. Dame E8, das sehen wir doch gerne. So. Jetzt Springer B6 könnte man überlegen. Turmschwenk. Wir wollen ja matt setzen. Das ist das primäre Ziel. Machen wir erstmal Turm E1. Springer F6 könnte mit Tempo kommen. Das könnte hilfreich sein, wenn sich hier die Linie öffnet. Ah, jetzt will er mir hier den abtauschen. Das ist natürlich nicht
im Sinne des Erfinders gewesen, dass er mir den abtauscht, eventuell. Okay. Bringen wir mal die Dame rüber. Thronaufsprenger E7. Ja, wird jetzt bestimmt den abtauschen. Aber gut, dann soll es so sein. Ist auch okay. Ist auch okay. Der Läufer gefällt mir auch ganz gut. Der Bauer ist jetzt schwach. G6. Sieht schwächend aus. Ah, das ist leider ein guter Zug. Da hat er echt einen guten gefunden. Muss man anerkennen. Dame D4 macht mich auch nicht happy. Ah, schlagen C4. Ja, muss wohl sein. Muss wohl sein. Dame D4, Springer E6 hat mich nicht happy gemacht. So, jetzt macht er bestimmt G6. Soll ich G4 machen? Ist das zu viel? Ich kann auch B4 machen, Springer D3. Springer D3 ist ein bisschen lästig, oder? Das müssen wir mal rausnehmen. Wäre ein Springer Opfer auf F6 möglich gewesen, müssen wir nach der Partie schauen. Mir hat es nicht gereicht, aber kann sein. Kann sein, dass es das möglich gewesen wäre. So, G4 mal hier liebäugeln. B5. Interessant. Okay, mach B3. Mach. Ah. Okay, jetzt mache ich mal G4. Ich will auf den Punkt F7 gehen vor allem. Oh, okay. Ja, danke schön. Danke. Das ist nett. Das wäre nicht nötig gewesen. Wie geht's weiter? Zweifelsfall Bauer nach vorne pushen. Zweifelsfall. Ab mit dem Bauern. Zack, zack. Ja, gut, weiter nach vorne. Der eine Turm macht noch keine Hochzeit, wie man noch so schön sagt. Turm E5 wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. Egal, weiter geht's. Läufer C6. Ich spiele es jetzt sehr stumpf. Maximal stumpf. Läufer C6, Turm F8. Maximal stumpf. Und ich glaube nicht, dass er dagegen Großes einwenden kann. Das hat ihm jetzt nicht besonders geholfen, muss man feststellen. Im Gegenteil. Okay. Reicht, oder? Gegen den? Es ist halt immer eine Partie, 5 Punkte. Ist nicht schlecht, aber naja. Okay. Achso, wir wollten noch schauen, ob das Opfer ging. Schauen wir mal. Also hier war es wieder ausgeglichen. Davor stand ich bestimmt irgendwo ganz gut. Nee, tatsächlich ist hier nicht viel los. Wow, okay. Und er sollte abtauschen mit Springer A4. Turm AD1 ist der beste Zug. Ja, okay. Ist gar nicht viel los hier. Ja, das Springeropfer hätte nicht funktioniert. Er macht König H8. Nee, es reicht nicht. Das war, Dame H4 war gut. Dame D8 war gut von ihm. Dame D4. Ich dachte Springer E6. Aber jetzt, Springer C7, C4. Ja, das hätte ich dann doch machen sollen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.